ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich nicht richtig geil drauf das Getriebe reinsetzen, oder? Ja. Das sieht geil. Da kommt der, da geht der. Da kommt der, da geht der. Da kommt der, da geht der. Lustig wäre es halt, wenn er dann irgendwie gegenklatschen würde. So ein bisschen auf Fun. Hört er sich gut an? Bei dir macht er nur so plopp, bei mir nicht. Ja, okay. Das hat er auch Klopp gemacht. So, ich würde sagen, machen wir erstmal den Tisch hier mal fertig, sauber schön. Und dann können wir weiter. Weißt du, warum man bei mir Klopp macht? Legen. Mach mal jetzt. Ja. Jetzt macht er Klopp. So. Läuft? Sehr gut. Rede doch. Will ich nicht. Ich schäme mich. So. Einmal alles vorbereitet. Guck mal, Junge, wie geil sieht das denn aus, Alter? Junge. Geht. Geht nur, du den nicht hast. Du. Der ist schon. Ich kann dir für 45 Alter. Euro klären. Der ist schon. Der ist sehr, sehr gut. Willst du einfach rüberlecken? So. Ey, den wird doch jeder sehen. Also, wenn die Variomatik noch wegflext. So, haben wir erstmal das Sekundär- und das Primärgetriebe. Was ist das? Steht da die Marke? Guck mal, das ist ein Polini-Getriebe, ne? Ja. Und das Primärgetriebe ist ein Malussi, war es, glaube ich, ne? Ja, guck mal, Malussi. Ist eine Kombination. Combination. Also, wenn das jetzt nicht krank ist. Ich weiß nicht, ist es vom Werk aus so gewesen oder ist es. Was laberst du? Bist du unter Drogeneinfluss? Aua! Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua! So, jetzt, sie haben hier den direkten Vergleich zum Original. Der sieht so aus wie ein Stück Scheiße. Okay, sitzen wir erstmal die Dichtung wieder rein. Die Dichtung, die dazugehörige Dichtung rein, ne? Die haben wir natürlich wieder neu geholt. Das war irgendwie so. So müsste es sein, genau. Ja. Schön da reinsetzen. Machst du jetzt auch wieder Dichtpaste drauf? Ja, vorher, ich habe das halt gerade sauber geschliffen ein bisschen. Vorher war noch die Dichtung halt mit. Ich glaube, es macht auch Sinn, weil wenn du jetzt hinlegst, glaube ich, dann wird die rausfallen. Ja. Das kann auch natürlich sein. So, ich dichte das auf jeden Fall nochmal mit Dichtpaste ab extra. So, einmal schön reindrücken. Das ein bisschen. Was ist das denn für Popel? Schon wieder Erdnüsse. Ein bisschen Fett oder was das auch immer war. So. Drüsenfett. Genau. Dann haben wir natürlich, welches Getriebeöl ich fahre, das ist das Gute, das 80W90. Die Hand gedrückt bekommen hat bei Luis. Hauseigene Marke. Sollte gut sein. Je günstiger, desto besser, hat er gesagt. So einen kleinen Klecks gebe ich mal da rein. Das ist jetzt einfach, damit ich beim Reinsetzen, hier haben wir diese zwei Unterlegscheiben. Die kommen auch gleich wieder. Die kommen auch gleich einfach wieder da rein. Nein. Die kommen gleich wieder so da rein. Überall ein bisschen Öl. So, schön einschmieren. Die Scheiben natürlich so da rein und auf die Scheiben. Das Primärgetriebe, das kriegen wir auch nochmal mit Öl ein. Das Ganze hier auch schön flutscht. Jetzt wird er erst sehen, dass er das andere wieder rausholen muss. Das Primärgetriebe rein. Das muss auch mit knusprig heute anhören. So, was haben wir? Jetzt nehmen wir uns den Deckel. Hier. Überall was rein. Einfach reintröpfeln lassen. Ein bisschen reintröpfeln lassen. Für die gute Schmierung. Nur einmal drehen, um es aerodynamischer zu machen.
Um das Knacken mal wegzubekommen. Ja. Wenn es knackt, ein bisschen Öl drauf kippen, dann geht das Ganze weg. Da ist es eingefahren. Ja. So, nehmen wir sicherheitshalber noch ein bisschen Dichtpaste. Das ist schon ein ganz Stück geworden fast. Ja. Das ist wie Knete. So. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Da haben wir es jetzt. Ein bisschen hauchdünn aufgetragen. Jetzt kommt die Hochzeit. Die Vereinigung. So, jetzt beten wir, dass das alles so reinklatscht. Sei bloß vorsichtig! Pass auf, ja, pass auf! Zack. Bombe. Hoch soll er leben. Dreimal hoch. Jetzt kommt der hier rein. Oh. Hier rein. Hier rein und hier rein. Dazu diese knusprigen Schrauben. So. Ich glaube, jetzt musst du ohne Radiodeckel fahren. Ja, ne, damit man wenigstens diese Abdeckung sieht. Da, also zu erkennen, hat sie doch auch beim Hyper 2 verbaut. Auch luftgekühlt. Ja, hab ich gesehen. Hat auch schon hat er richtig geile Schwarzpulver beschichtet. Ne? Grüße gehen raus auf jeden Fall. Pulverbeschichten sieht so geil aus. Ja, Mann, Alter. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht schicken wir mal irgendwann mal einen Motorclub zu dir, David. Kannst du auch mal Pulverbeschichten. Ja, du zeigst uns, wie das geht. Noch besser. Denkst du, René schafft es noch dieses Jahr mit dieser Abdeckung für die Vario? Stimmt, ich habe RVR-System. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Die Anlasserabdeckung habe ich schon bekommen von dir. Also von René. Und was ich jetzt noch haben wollte ist... So, für die Wagenabdeckung ist hier so eine Plastikabdeckung drauf, ne? Und ich habe mir so überlegt, ich so, ey, kann man da nicht was Geiles herzaubern? So ein Luftlass wie hier, genau. Ja, sowas in der Art halt hier so. Es gibt auch für Aerox, gibt es sowas, habe ich gesehen, glaube ich, ne? Und dann für die PR-Job habe ich sowas noch gar nicht gesehen. Da habe ich René, also RVR System, mal angeschrieben und gesagt, ey, kannst du mir da was vielleicht herzaubern? Und er ist gerade dabei, meinte er, und... Ist halt ein bisschen komplex, ne? Drei verschiedene Ebenen und alles. Gucken, ob er das hinbekommt. Wenn er das hinbekommt, wäre sehr, sehr geil. Ich finde das halt richtig geil. Schöne Schwarz und Abdeckung, Alter. Schöne Pinung für die Vario. Wäre geil. Ich bin gespannt, ob du das hinbekommst. Knack. Nach fest kommt lose, nach lose kommt Arbeit. Es müsste genug Drehmoment sein. Kickdown 900 Newtonmeter. Sieht schon. Sieht schon knackig aus, Alter. Da muss ich ein bisschen Auge machen, auf jeden Fall. Hör auf. Es sei dir auf jeden Fall erstmal nicht gegönnt. Mal gucken, ob das Ganze sich auch dreht. Ja. Ja, Öl kippen wir jetzt noch nicht rein. Weil Öl wird überbewertet. In der anderen Energie braucht kein Öl. Das braucht man nicht. Nein, da kippen wir erst natürlich Öl rein. Wenn wir das. Und das Ganze ist. 12 Stunden bis einen Tag lang schön getrocknet ist. Hey, grüß dich Dennis! Grüß dich zurück, Martin. Was geht, alles fit? Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir die Malossi X Stage 6 X Aerox. Das ist eine Fusion. So. Zuallererst setzen wir gleich, und die kann ja auch nur auf eine Stelle rein, die Adapterplatte. Dann wird guck, und das ist ja perfekt. Das wird gleich schön hinablaufen. Da ist das Loch perfekt hier.
Die können die ja schon mal dran schrauben, ne? Ja, die muss ja als erstes dran. Ja. Klickst Loctite drauf. So. Rein damit. Einmal richtig nachziehen. Dass sich aber so nichts löst. Knack. So, nehmen wir das Schrauben erstmal raus. Da haben wir zwei lange und eine kurze dabei. Das ist eigentlich selbsterklärend. Zeige ich sofort. Dann haben wir den Starter und den Rotor. Das hast du schön gesagt. Nach jahrelanger Übung. Das Kabel erstmal hier durch. Und ja, hier kommen die zwei langen Schrauben drauf. Und hier ist es abgesenkt. Da kommt die kurze Schraube logischerweise drauf. So. Jetzt kann man hier das schön umfliegen. So. Schauen wir die Schrauben rein. Du hast zu doll festgehabt. Du darfst nur ganz, ganz leicht. Ja, die ist lose. Ja, die. Die war. Das ist immer noch zu viel. Du musst einmal ganz nach rechts erstmal. So. Also ganz nach links. Ich stelle jetzt mal ganz nach links. Und jetzt drehen wir an der Kurbelwelle. Wir ermitteln jetzt erstmal OOT, den höchsten Punkt. Den obersten Tonpunkt. Ja. So, warte. Da. Und. Da. Da, da ist OT, das stellen wir mal hier auf den 0 mit der geilen Messuhr. Ist doch schon fast auf 0, oder? War schon auf 0? Ja, fast, das war ja vom letzten Mal noch eingestellt, so fast. Ne? Jo. Das passt eigentlich fast schon. Genau, und jetzt gehen wir auch 1,4? 1,4. Nee. 2,25. Jo, stimmt, bei der Italpit war es 1,4. 1,4 und hier gebe ich 2,25 zurück. Also zurück. Zurück. Eins. Zwei. Jetzt ein, zwei. 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 Und jetzt 2,5. So. Da haben wir es. Und jetzt setzen wir den Rotor rein. So, manchmal ist der mit Spänen und sauber wischen. Also schleift das Ganze. Wir haben hier auch einen Halbmond. Den können wir dann schön da reinsetzen. So, den Rotor-Tunnel haben wir jetzt verbaut und eingestellt. Fangen wir nochmal jetzt von vorne an. Gucken wir erstmal auf OT. Bin ich auf OT gegangen? Null. Auf 0 drehen wir zurück. Vor OT müssen wir auf 2,25 eine Umdrehung. 2. 2,2. 2,2. Nummer 2. Und hier, der Strich auf dem Rotor müsste mit dem Stator identisch auf einer Höhe sein. Auf einer Linie. Und wie ihr seht, ist das fertig. Und das Kabel guckt hier schön hinten raus. Wie beim Alten. Wie beim Alten. Und jetzt haben wir noch diese Abdeckung. Von der Aerox. Das ist zwar von der Aerox, aber das müsste aber zum Beispiel, das müsste beides passen. Wir haben hier schön einen Mitnehmer. Eine Schraube, mit der wir die Mitnehmerscheibe hier jetzt befestigen werden. Gib mir die. Mhm. Kannst meine Italkit haben. Nein. Knack. Knack. Das Ding wird nie wieder abfallen. Das müsste fest genug sein. Kann man es noch drehen? Schleift das irgendwo? Jetzt könnte man so genau diese Platte vorsetzen. Ist von Stage 6 oder von Straight? Die ist von
Motor Minarelli. Wir haben den Kombo und die ist von Minarelli Motoren, aber das passt auch. Ach, das ist von Minarelli stehen. Das ist kein Problem. Minarelli gut, alles gut. Hier drei passende Schrauben. Also halten wir fest, da hat es ein Minarelli Lüfterrad mit einer Minarelli Scheibe. Dazu ein Malossi Innenrotorzündung mit einer Stage 6 RT Grundplatte. Sein Getriebe ist noch aus von Polini und Malossi. Das ist eine miese Kombination. Zeig hier! Oh mein Gott! Boah, first one jetzt! Ja. Wie einfach! Der hat keine Kompression. Warte, warte, ich mach jetzt Kompression. Boah, mein Ding, meine Hand wird angesaugt, ja. Guckt euch mal diese Farbkombination bitte an. Stage 6 Orange, mal Lossi Gelb, Schwarz, Silber, Pink, Blau, Weiß. Gemischte Tüte. Ich bin echt gespannt auf den First One, Digga. Jetzt können wir eigentlich nur noch, was fehlt, ist die Vario. Lasst uns fahren. Lass mir die Vario noch einmal rein. Noch Vario-Deckel. Okay, schon mal. Hä? So. Die komplette Overweight Vario. Was ist, warum ist das hier Oversize? Was ist das hier wieder für eine Mixtur? Voll der Mix ist das, ne? Aber das müsste schon passen. Das ist das ein originaler Malossi Wandler? Ja, sag mal bitte. Das ist die von Malossi. Und hier haben wir auch noch die... die Wandler-Hälfte. Die Wandler. Hälfte. Das ist die Wandler-Hälfte von Malossi. Da haben wir einmal... Das ist die vordere Scheibe. Da sieht man es. Steht Malossi drauf, wenn man es erkennt. Ja. Die hintere Scheibe, also der prinzipiell der Wandler eigentlich, ist original Piaggio. Und der sonst gescannt. Ist die Kupplung auch, die Kupplung ist auch Malossi. Und ja, verbauen wir mal das Ganze. Und die Gegendruckfeder, ist die auch Malossi? Ja. Das jo, da steht es. Ist auch schon, boah, das ist gut und hart, ne? Wir können eigentlich mal den hinteren Teil eigentlich mal reinschrauben. Mach erstmal den Riemen rein. Hälfte, er denkt du? Einfach nicht nach. Zieh. Aber ihr Finger, Junge. Ja, mach das so. Zieh jetzt um dein Leben. Dreh dabei. Es hat nichts gebracht, aber egal. Hier so. So, zack. Boah, die schöne RT. Kupplungsglocke. Hat es ein bisschen knusprig angehört. Heute hört sich alles knusprig an beim Motorzusammenbau, aber je knuspriger, desto besser. Die Schraube können wir festklatschen schon mal. Was ist das? 15. Das ist 16, Junge. Kannst du nicht lesen? Warum hast du dann zu 15 hingelegt? Ja, okay, okay. Der wird nie wieder abgehen. Ich schwöre, der Löffel immer drin. Abstandsring. Zuerst rein. Gib mir den, du brauchst den nicht. Du brauchst den nicht. Zack. Mach mit der Schiene rein. Warte. Der hier drauf. Bisschen knusprig. Warum ist heute alles so knusprig? Ich weiß es nicht, ich hab ein bisschen Angst. So, jetzt zieh um dein Leben. Zieh du doch in dein Leben. Das kommt dann hier. Die gleich. Zwei Unterlegscheiben kommen dann da. Zieh. Ich hab's. Der Wandler stecken geblieben. Egal. Das ist nicht unsere Sache. Das ist jetzt die Sache des Motors. Wir haben damit jetzt nichts mehr zu tun. Kommt noch die Scheibe drüber. Die heilige Scheibe. Und jetzt? Geht gar nicht. Da fehlt doch noch was. Das kannst du drauf lassen.
Boah, nee, weil da fehlt noch voll viel. Ja, wo ist, nein, das musst du ja so lassen. Du musst ja noch den Anlasser drauf tun. Für den Kickstarter. Wo ist der denn? Irgendwann später. Wir haben hier jetzt einen Keilriemen dran gemacht von dem Motor, der da steht, damit es ein Keilriemen jetzt geholt. Das ist zwar jetzt ein originaler Keilriemen von Piaggio. Wie kann man es sehen? Wo sieht man es? Ich weiß jetzt nicht, bis wie viel tausend Umdrehungen die Original von Piaggio halten. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber den lassen wir jetzt erstmal. Jetzt nicht so lange halten, sollte vorzeitig noch ein bisschen dran. Vorher Storn und so, ihr wisst Bescheid. So. Das sieht alles schon knusprig aus. Zack. Das können wir erstmal reinnehmen. Das sieht gut aus, high-end. So, guck doch. Bombe. Bombe. Zack. Einmal bitte festballern. Jetzt baller fest die Scheiße. Nur einmal kurz. So. So von der Länge her passt der. Ja. Optimal. Das ist original von Stage 6, diese Lüftung. Ranz ist Racing, Mann. Das muss nicht gut aussehen, es muss funktionieren. Ey. Nicht mehr lange auf der First Start kann kommen, ne? Wenn wir jetzt Feuerzeug dranhalten und du ganz schnell drehst. Is the remix mission hot and fresh? Vergaser noch dran bauen? Stimmt, Ansaugstutz wollten wir noch machen. Der Ansaugstutz noch dran. Jetzt haben wir alles für den Ansaugtrakt, ne? Zusammengestellt. Erstmal hier guten Membranblock. Sieht aus wie original. Ja, wir haben leider keine Dichtung, deshalb. Und bauen wir uns eine Dichtung. Dichtungen werden überbewertet. Jetzt eine dünne Schicht drüber gemacht. Schnell, Tempo ist kein Taschentuch. So, jetzt können wir einen Bahnblock reinsetzen. Zack. Tschüss, Metallschrauben, die hier jetzt drin sind. Warum hast du keinen Spacer drunter? Braucht man nicht. Überbewertet. So, jetzt haben wir die Adapterplatte. Die kommt dann da drauf. Und hiermit zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall haben wir ja sehr viel Verlust. Und ja, wie versprochen, werden wir jetzt die drei Gewinner unter den Kommentaren, unter dem Video jetzt hier erwähnen und zeigen. Die zeige ich euch mal jetzt. Die drei haben auf jeden Fall die Griffe gewonnen. Glückwunsch an eben und nehmt es mir nicht übel oder sonstiges, ne? Das war jetzt eine Kleinigkeit so. Und ja, des Öfteren, wenn es so weiterlaufen wird, werden auf jeden Fall mehrere Gewinnspiele mal so Kleinigkeiten verlost werden. Das wäre kein Problem. An die drei Gewinner herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt mich gerne auf Insta anschreiben mit der Adresse und alles, ne? Und ja, dann sehen wir weiter. Dann schicke ich euch die Griffe zu. Und danke fürs Zugucken des Videos. Ciao. Ja, ich verteile das jetzt erstmal schön. Und dass wir eine schöne Schicht hier haben. So, zack. Jetzt haben die auch ein bisschen Lockzeit dran. Das ist immer gut. Festschrauben. Und das Teil ist zwei Spacer dran. Ja, weil die Gefahr besteht, wenn man nur mit einem fährt, dass er irgendwie am Reifen schleifen wird. Ja, das schleift schon alles ein. Ja, das wollen wir ja nicht. Eigentlich schon. Nö. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Mach drauf. So, der hat ja auch hier, nee, denke, eine kleine Dichtfläche vom Berg aus. Das heißt, da muss nichts abgedichtet werden extra. Schön für Stage 6. Stage 6. Genau. Was ist für schwarze Haare? Finger. Übelst du, ne?
So wie bei Blinden am Schrauben sind. Was willst du machen? Geil. Warte, was hab ich angefasst, dass die so aussehen? Du hast doch gar nichts angefasst hier. Mein Gott. Kamera. Guck mal. Aber die Kamera sieht wahrscheinlich auch schon dreckig aus. Man kommt nämlich eine bessere Qualität in den Videos. Demnächst stoppen wir auch und holen uns eine neue Kamera. Also du holst ja ein neues iPhone. Ja. Wenn das dann nicht High-End-Quality ist, dann... Weiß ich auch nicht mehr. Wir müssen um 2,5 Newtonmeter angezogen werden. Okay, knack. 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 So, jetzt kommt der... Pack ihn drauf! Wo ist die... Was? Schelle? Gib hier Schelle. So schön. 28er von der Lotto. Mann, dieses Benzin will einfach nur reinlaufen. Ja, so schräg wie es. Total, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Sehr, sehr geil. So ein Prachtexemplar. Da guckt ihr euch einmal einen Porn an. Wie das einmal ein Ballgedeckel noch dran geschraubt wird. Wenn die scheiß pinke Farbe nicht so lange hält, ist mir egal, das sieht so schön aus, Alter. Ich bin so gespannt. So oft wird er ja eh nicht gefahren. Das stimmt auch. Ich bin echt gespannt auf den First Ones, ne? Und ich bin echt gespannt, wer mehr Leistung haben wird, ne? Also, ich sag mal so. Gegen sowas, hä? Ja, nur weil du hier dein Pisswasser reintun kannst. Dein Toilettenwasser. Nein, ich bin echt gespannt, Alter. Also, ich. Natürlich wird ein Wassergekühlter wahrscheinlich mehr Leistung haben, aber ich bin halt wirklich gespannt, wie der Luftgekühlte da mithalten wird. Und ja, das war's heute mit dem Video. Wie immer könnt ihr gerne ein Abo und Like da lassen. Ich würde sagen, haut rein, schaltet ein, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.